Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und ja, heute gibt es den zweiten Teil zum Trashy. Wenn ihr wissen wollt, was noch in dem Paket drin ist, dann bleibt doch gerne dran. Ja, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Den ersten verlinke ich euch, falls ihr ihn euch noch nicht angeguckt habt. Ja, heute packen wir den Rest von Trashysaurus aus und ich zeige euch, was ich mir wirklich raushole. Deswegen holt euch was zu essen, was zu trinken, macht es euch gemütlich und dann legen wir auch schon los. Wie ihr seht, habe ich ja schon gut ausgepackt bei dem ersten Teil, denn ich drehe die natürlich direkt hintereinander, die Videos. Und ja, keine Ahnung, hier ist noch so viel drin. Ich weiß gar nicht, wo ich das hier alles hinstellen soll. Ach, hier. Von Facel Menstruationswärmepflaster zur Linderung von Menstruationsbeschwerden. Wärmewirksamkeit bis zu 8 Stunden. Selbstwärmend ohne Wirkstoffzusätze. Also ich glaube, ich hole mir das mal raus. Zwar nicht für mich, weil ich das nicht mehr brauche, zum Glück. Da bin ich ja seit ein paar Jahren befreit von. Habe ich gar keine Probleme mehr mit, aber meine Tochter, die kommt langsam in ein Alter, wo das anfangen könnte und deswegen, vielleicht braucht sie sowas, dann habe ich das schon mal hier. So. Was ist das? Sieht aus wie ein Brillenetui Ray-Ban. Eine Ray-Ban. Ich weiß sowas. Die ist irgendwie witzig, ne? Ich glaube, ich muss meinen Mann mal nachher fragen, was er dazu sagt. Ich habe normal immer so richtig große Sonnenbrillen. Keine Ahnung. Ich lege die mal zur Seite. Finde die gar nicht verkehrt. So. Dann haben wir hier von Ahuhu Organic Hair Care Keratin Rebuild Quick Mask. Die habe ich noch hier, deswegen brauche ich mir die nicht rausholen. Aber sonst mag ich die echt gerne. Ein Tütchen wieder. Was ist hier drin? Aroma Works Anti-Aging. Ein Augenserum. Alcina CC Cream mit Hyaluron und Tantenol. Dann haben wir Reboost Glow Cream von Mai Clara. So. Dibora Milano Extra Matte Perfection Mattifying Foundation. Oh nee, Mattifying mag ich nicht so gern. Und Tender Lux. Ja, Super Glow Hyaluronic Self Tanning Serum. Das habe ich selber noch hier, aber bin ich eh nicht so der größte Fan von. Deswegen wieder hier. Super. Ach Gott. Hier. Miss Curly Wax. Oh, das riecht wieder so gut. Oh, ohne Witz, Leute. Da müsst ihr vorbeigucken. Die hat so tolle Duftmelds und die riechen mega gut. Ich habe ja hier auch eine elektrische, so eine Duftlampe und eine mit einer, für ein Teelicht. Leute, oh. Ihr müsst euch das holen, wirklich. Die sind so toll. So, so toll. Ohne Witz jetzt. Ach, das riecht so gut. Und guckt mal hier, das da. Little Mermaid. Ich mache euch das mal gerade auf, damit ihr mal gucken könnt. Guckt mal. Oh, und ich liebe den Duft. Ich liebe den. Echt, die sind so tolle Düfte dabei. Ich kann ich mich hier reinsetzen. Ohne Witz jetzt. Was ist das hier? Fruity Lips. Also, da muss ich gleich mal in... Oh, hier ist... Ich glaube, der ist gut. Ich muss kurz die Nase dran halten hier. Geht das? Ja, geht. Oh, der riecht mega. Hier der. Warm Linen. Ja, sowas mag ich ja eh super gerne. Oh. Ja, muss ich nachher mal in aller Ruhe nachgucken. Ich lasse euch den Link zu ihrem Online-Shop hier unten in der Infobox. Könnt ihr super gerne vorbeigucken. Mega tolle Sachen, wirklich. Ganz toll, super. Gerade jetzt in der Zeit, wo man wieder viel Kerzen anhat. Oh Gott.
Ich weiß gar nicht, ob ich die Boxer rausbekomme. Keine Ahnung, ich muss das hier mal rausholen. Hier ist noch eine Tüte. Ach du liebes Lieschen, was ist denn hier alles drin? Was haben wir denn hier? Body Lotion Spray, Buttermilch und Limone. Nein. So, haben wir ein Trockenshampoo, Bubbles für die Fische. Ist auf jeden Fall irgendwas ausgelaufen hier. Ja, ich glaube, das hier wahrscheinlich wieder. Ja, es riecht so süß. Das ist hier dieses Tasty Donut Bilou 2 in 1 Body Spray. Ich glaube, das ist ausgelaufen. Packe ich mal wieder hier hin zurück. Das kann ich dann gleich sauber machen. Ups, ja. Das ist dieses Self-Tanning Zeug, was auch ausgelaufen ist. Tuch. Sowas kann immer mal passieren. Aber jetzt kleben meine Finger. Das mag ich nicht so besonders. So. Ich gucke, muss ich entweder die Tüte hier austauschen. Das hier ist Facetuner Dschungelbuch. Und von Garnier ein Body Tonic. Und das von Bilou, das lasse ich jetzt mal da drin. Das riecht auch noch so komisch. So. Ich glaube, ich lasse die anderen Boxen einfach mal da drin, weil die sind echt schwer. Gott nochmal. So, ich hab's doch. Die ist kaputt. Ich glaube, ich muss neue Boxen hier reinmachen, weil die halten hier ja nichts mehr aus. Oh mein Gott. Salon de Pro. Alles auf Japanisch, Chinesisch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das ist. Ich brauche es auch nicht rausholen, wenn ich es nicht weiß. So, Magic Kea Super Glow Cleansing Balm von Asam. Ist der noch komplett zu? Tatsächlich. Ich glaube, den würde ich mir rausholen, um den einfach mal zu testen, weil ich teste im Moment so ein paar Cleansing Balms. Ich habe zwar immer noch meinen Favoriten, aber kann ja nicht schaden, mal was Neues auszuprobieren. Sasha Yuan Styling Cream? Nee. Yin Yung Sung Hybrid Face and Eye Cream? Nö. Was? Sustainably Gorgeous Tinted Moisturizer? Ja. Enjoy Scenic ein Super Mild Sun Essence SPF 50+. Vielleicht. Dann haben wir hier so kleine Bastelfläschchen. So kleine Töpfchen zum Umfüllen. Dann haben wir Good Molecules Pineapple Exfoliating Powder. Ach du liebes Lieschen. So, Liebe. Nee, Liebe. Ein Chuchu. Ne. Brauchen wir auch nicht. Augen wie Zellen, Make-up, Entferner, Pads, nein. Was ist denn auch mal da drin? Also eine Fußcreme ist hier drin. Balea. Bamboo Care Body Peeling, Oil to Milk. Dann hier dieses Pony-Teil. Ich brauche aber nicht, ich habe genug, also dicke Haare. Dann haben wir hier ein Bürstchen drin. So, Travel Wristbands. Wir brauchen
braucht man das? Wofür braucht man sowas? Ein Travel? Also ein Reisearmband oder was? Catrice Sensitive Gel to Oil Cleanser? Nein. So, dann haben wir hier von Colourpop Lippenstifte. Sehen ja hübsch aus, ne? So von der Verpackung her. Ja, nicht meine Farbe. Das ist die Farbe Foolish. So. Die ist schon eher meine Farbe. La Lady. Oh, mit so Sternchen. Guckt mal. Ja, aber die Farbe habe ich schon so viel, ne? Und dann gibt es Liquid Courage. Ach, guck mal hier. Auch hübsch, ne? Ja, sehr hübsche Farben, aber ich werde sie mir nicht rausholen. So, dann von Lord & Barry. Was ist das hier? Ein Magic Pencil Definer. Dann von NYX. Matt Lipstick. Geht das denn hier auf? Achso, der ist noch zu. Aber der ist schwarz. Stelle ich mir mal darüber. Was haben wir denn hier? Von Art Deco Magic Fix. Colourpop NYX Lipstick. Schon wieder einer. Tatsächlich. Galopp. Finde ich auch hübsch. Auch schön. Aber ich benutze so wenig Lippenstift. So, was haben wir hier? Wishful Honey Balm. Ja. Den habe ich, glaube ich, bei mir aussortiert. Den hier einer benutzt. Könnte ihn bei mir auch mal hinstellen. Weil meiner, der ist, glaube ich, jetzt mittlerweile weg. Marc Jacobs. Oh, Omega Shadow. Was ist das denn? Bravo. Guck mal, so ein schönes schwarzes Case. Ach, hier. Aber nicht meins. Aber hübsches Case. So, was haben wir hier? Giorgio Armani Lip Maestro Palazzo 209. Oh mein Gott. So ein dunkles Braun. Aber die sollen echt gut sein, ne? Diese Lip Maestros. Aber Farbe finde ich jetzt nicht so hübsch. So, was haben wir hier noch? Ghoul. Ein Sunshine, das ist ein Haarparfum. So, was haben wir hier noch? Oh, Leute. Das denke ich mir auch manchmal. Das sollte ich mir an manchen Tagen echt öfter denken. Müssen muss ich gar nichts, ne? Ist das hier ein Pinselmäppchen, ne? Ja, von Catrice, von Pinselmäppchen noch. Ja. Oh, auch Nina. Mädels, das ist unfair. Ja, von NYX. Avatar Pandorian Paradise. Hat mir echt gut gefallen, ne? Ich habe sie mir nicht gekauft. Aber ich finde sie schön. Ich finde sie wirklich schön. Aber ich hole sie nicht raus. Ich hole sie nicht raus. Ja. Wer braucht? Genisch. Sephora. Was ist das? Ach, wie süß. Oh, guckt mal. Ist ja niedlich. Voll schön. Das ist auch hübsch, ne? Love is love.
Make-up Obsession. Das sind auch schöne Farben. Was haben wir hier? Bäcker? Kann man gar nicht sehen, das schimmert so doll, die Verpackung. Das ist auch wieder so eine hübsche Verpackung. Jetzt kommt da bestimmt so eine furchtbare Farbe raus. Ja, habe ich mir fast gedacht. Ja, ist leider nichts für mich, aber die Verpackung finde ich mega schön. Ja, Rival The Look Meets Q10 Under Eye Powder. Ich glaube, das hole ich mir mal raus. Dann haben wir hier wieder etwas von Istree, Milk Tone Up Sun Cream. Brauche ich nicht. Ich habe jetzt eben schon so viele rausgeholt. Das da hole ich mir auf jeden Fall nicht raus. Das ist hübsch, ne? Beautiful in Barcelona. Das sind so dunkle Töne, aber auch schön. Aber ja. Was haben wir hier? Sigma Chroma Glow. Rituals. Oh, auch hübsch, ne? Da will man gar nicht reinfassen. Ich glaube, da hat er noch nie eine reingefasst. Das sieht noch so neu aus. Schöne Farbe. Aber macht keinen Sinn. So, dann haben wir von Catrice Dear Universe. So eine süße Lidschattenpalette. Auch nicht. Dann haben wir von Catrice Orchid. Orchid? Glaube ich, das. Ja. Auch hübsch, ne? So, was haben wir hier? B7 My Atlantis. Mensch, ach du je, guck mal. Die ist auch hübsch. Die erinnert mich so an eine Huda Beauty Palette. Oh, das hier hole ich mir raus. Das brauche ich für meine Body Lotion, die ich mir ja neu gekauft habe bei Purish. Die färbt ja ein bisschen ab. Oh, guckt mal, seht ihr das? Anastasia Beverly Hills Blush Trio. Voll hübsch, ne? Schöne Farben, aber nein. So, Dancing in the Moonlight. Zyklus, Weiblichkeit, Sexualität. Ja, sowas habe ich, sowas ähnliches habe ich für meine Tochter auch besorgt. Aber ein bisschen kindgerechter. So, hier, Nägel von Elegant Touch. Lux Sunset Strip. Ja. Guckt mal, was hier Schönes drin liegt. Also war jetzt nicht die Palette drin, oder? Nein. Ach, die Zodiac. Oh, die ist in der Mitte gebrochen. Seht ihr den Ton in der Mitte? Der ist kaputt. Die anderen. Aber mit den Paletten komme ich immer nicht klar, ne? Die Tasche ist voll cool. Aber die hole ich mir nicht raus. So. Ich muss mich hier dünner machen. Oh, die Charlotte. Hyaluronic Happy Kiss Color Balm. Ja, ich habe jetzt auch gesehen, die hat jetzt wieder hier Mystery Boxen, Charlotte Tilbury und so Weihnachtsstrümpfe. Wenn ich es benutzen würde, würde ich es, aber ich benutze es leider nicht. Schade. Sonst hätte ich es mir rausgeholt. Jetzt wird es mir hier langsam wieder eng. Was ist denn hier? Guckt mal. Zu einer Kette. Was soll das sein? Ist das ein Kugelschreiber oder was? Keine Ahnung. I don't know. Ich will da jetzt aber auch nicht dran rumfummeln. So, dann haben wir hier etwas von Got to Be Beauty and the Brow. Also für die Augenbrauen. So ein kleiner Bronzer. Estee Lauder habe ich mir fast gedacht. Kam mir so bekannt vor. Och Gott, wie niedlich. Guck mal, wie süß. The Nudes. Ja, Nudes sind die auf jeden Fall. So. Was haben wir denn hier? Revolution All About Glitter.
Guckt euch das mal an hier. Jetzt. Tatsächlich. Ach Gott, hier sind die wirklich die Glitter drin. Und auch hier die Palette mit Glitter. Krass. Das lasse ich aber so. Packen wir wieder ein. So, was haben wir hier noch? Meine Nase juckt wieder. Definition I Love Make-up. So. Brauche ich auch nicht. Die hier habe ich bei mir selber aussortiert. Das ist aus der Glossy Box. Also Luvia Meets Glossy Box. Vegan Eyebrow Palette. Ja, apropos Luvia, habt ihr gesehen? Couple on Tour hat jetzt eine Collab mit Luvia. Die haben zwei, ich glaube, Liquid Lipsticks rausgebracht in zwei Farben. Die sehen ganz hübsch aus, ne? Aber ich habe ja genug. Brauche ja keine mehr. Aber die haben wirklich schön ausgesehen von den Farben her. So, und dann ist hier noch was drin. Was Kleines von Max Factor. Das ist hier. Ach, das. Ja, das ist doch bestimmt auch kaputt, so dreckig wie das ist. Ja, das war es dann. Longer, also das ist auch komplett auseinandergefallen. Das sortiere ich mal aus, weil das hat hier schon den ganzen Krempel dreckig gemacht. Deswegen packen wir das auch weg. So, dann hätten wir jetzt alles durchgeguckt. Ich räume das jetzt gerade wieder weg. Dann gucke ich jetzt mal, was ich auf jeden Fall behalten werde. So, ich zeige euch jetzt mal, was ich rausnehme. Und zwar einmal hier diese Menstruationswärmepflaster. Dann dieses Rival The Loop Meets Q10 Under Eye Powder. Dann nehme ich mir von Asam Magic Care Super Glow Cleansing Balm. Ich probiere nochmal Produkte von Asam aus. Mit denen komme ich ja bis auf die Peelings ja irgendwie sonst nicht klar. Dann nehme ich hier von Maybelline den Latte Beige Cream Lippenstift raus, weil ich finde die Farbe mega schön. Dann vom Revolution Pro Miracle Cream, die wollte ich auch gerne mal ausprobieren. Dann hier Après Soleil After Sun von Biotherm. Dann von Miss Curly Wax hole ich mir hier einen so einen kleinen Kuchen raus. Und zwar ist das Fresh Sleep. Und einmal die kleine Meerjungfrau, weil die riecht so toll. Mag ich super gerne. Dann hier von NYX diesen Suede Matt Lipstick, weil diesen Schwarzkrempel kann ich ganz gut brauchen. Da kann man auch schön so Schimmer und Glitzer drauf machen. Dann habe ich hier Watermelon After Sun Soothing and Refreshing. Hole ich auch raus. Kann bei uns schön im Badezimmerschrank. Von Dalton die Anti-Aging BB Cream, weil meine ja irgendwie weg ist. Dann von Bottega Verde probiere ich mal diese Brightening Pearl Effect Make-up Base aus. Die kleine von Soeva. Da wollte ich aber noch mal gucken, ob ich sie nicht doch hier bei mir rumfliegen habe. Falls ich sie doch noch finde, werde ich das auf jeden Fall wieder ins Paket packen. Und dann nehme ich hier die mal zum Ausprobieren. Die Secret of Amina heißt das, glaube ich. Weil ich finde die Farben super schön, so zumindest mein Fännchen. Und dann werde ich einfach mal gucken, ob es mir so gefällt. Dann hole ich mir auch die Sonnenbrille raus und hier dieses Handschuhding da für mein Self-Tanning-Zeug. Ja, das war jetzt so meine Ausbeute. Irgendwie von meinen Sachen habe ich jetzt gar nichts mehr wieder gefunden. Eventuell, keine Ahnung, wo die Sachen alle abgeblieben sind. Sind die alle rausgenommen worden? Weil ich klebe ja immer Aufkleberchen drauf. Oder die Aufkleberchen sind abgegangen. Keine Ahnung. Ich habe jetzt aber irgendwie nicht so gesehen, was jetzt von mir ist. Deswegen gucken wir mal. Ich hole jetzt auf jeden Fall hier die Sachen raus. Werde die wieder ersetzen. Muss mal gucken, ob ich einen neuen Karton finde. Weil der hier hat echt gelitten. Aber es ist ein bisschen schwer, weil die sind echt groß. Im Moment habe ich keine großen Kartons. Muss ich halt mal gucken. Sonst muss ich mir einen besorgen. Und dann kann das Paket auch wieder auf Reisen gehen. Und dann wandert auf jeden Fall Trashysaurus weiter. Und der Kleine, kleine Trashy, müsste auch noch bald bei mir ankommen. Das heißt, das werdet ihr in Zukunft auch noch sehen. Ja, damit bin ich am Ende vom Video. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.